Was ist im letzten Jahr passiert? Ich lade euch heute zu einem kleinen Jahresrückblick ein und gebe euch ein paar Einblicke darin, was in einem Jahr YouTube und Fotografie bei mir so passiert ist. Ich habe mir gedacht, gerade in den Monaten Januar und Februar ist es immer eine besondere Zeit, weil in der Natur nicht so viel passiert. Meistens ist es grau und trüb und nass und kalt, so wie heute. Deswegen auch hier bei mir im Wohnzimmer. Und für mich ist das immer so eine Zeit, zurückzublicken auf das Jahr, was vorher war. Und so ein bisschen ja, zu reflektieren, was alles so passiert ist, was gut lief und welche Schlüsse man ziehen kann für das kommende Jahr. Und ich habe mir gedacht, ich gestalte diesen Jahresrückblick mit Fragen, sodass man sehen kann, was innerhalb eines Jahres hier auf diesem Kanal, aber auch in meiner Fotografie passiert ist. Wie bei vielen Naturfotografen fängt bei mir auch das Jahr eher so mit dem Frühling an. Und da war das eine Highlight zum Beispiel, dass ich die Krötenwanderung dokumentieren konnte und dabei auch wunderschöne Fotos entstanden sind. Und ich habe das Ganze in einem Video zusammengefasst, um auch anderen Menschen zu zeigen, was passiert denn da überhaupt und ja, die Schönheit der Amphibien und der Kröten vor allem in Form von Bildern darzustellen. Denn wenn man so von oben herabschaut, dann ja, sehen die dann doch nicht so aus, wie wenn man sie auf Augenhöhe in einem Bild sich anschaut. Und das fand ich dann schon bemerkenswert, welchen Impact das hat, wenn man Fotos von Tieren macht, die viele Menschen wahrscheinlich einfach nicht so mögen und die aber trotzdem wunderschön sind. Ein weiteres Highlight war, dass wir eingeladen worden sind von meinem guten Kumpel zu einem Fuchsbau, wo Welpen herumtollten. Das war für mich ja eins der größten Highlights mit, denn ich habe noch nie erlebt, wie spielende Füchse einfach so auf der Wiese, ja, obwohl sie Notiz von uns genommen haben, da umherwuseln. Also das war richtig, richtig schön. Und da ist auch kein Wow-Foto entstanden, aber darum ging es eigentlich auch nicht in dem Moment. Ich konnte trotzdem wunderschöne Aufnahmen von den Füchsen machen und habe sie ein bisschen gefilmt, auch wenn wir weiter weg waren. Und man muss dazu sagen, der Bau befindet sich auf einer Wiese und diese Wiese ist eingegrenzt und 100 Meter weiter ist ungefähr der Weg, wo man lang gehen kann. Dieser Weg ist sehr belebt und die Füchse kennen das auch. Also die sind den Anblick von Menschen, Hunden, Pferden gewöhnt und haben sich da, wie gesagt, auch überhaupt nicht stören lassen. Und das war halt Glück für uns, dass wir in diesem Moment ungetarnt auf dem Weg einfach so die Tiere beobachten durften. Und das war so schön, dass ich mir dachte, dass ich bei uns im Wald auch solche Aufnahmen machen wollte. Und ich bin dann den ganzen Frühling und Sommer über auf Spurensuche gegangen und konnte dabei wunderschöne Reh- und Fuchsbilder mit nach Hause nehmen. Und das war halt schon richtig schön, dass ich da dann so richtig angefangen habe, strategisch an die Wildlife-Fotografie ranzugehen. Ich habe mir Tarnung besorgt, ich habe mich angesetzt und wer mein Video mit dem Fuchs gesehen hat, der wird dann auch gesehen haben, welche Bilder dabei entstanden sind und welchen Moment ich dort erlebt habe. Und das war richtig schön. Also ich hatte ein paar solcher Momente. Und einer war zum Beispiel auch, da bin ich gar nicht aktiv auf Tiersuche, also ich bin gar nicht aktiv auf die Wildlife-Fotografie ausgegangen, sondern bin nur mit der Kamera mal draußen spazieren gewesen und habe noch nach ein paar Hinweisen gesucht, wo sich irgendwelche Tiere aufhalten könnten. Und ich kam dann aus der Waldlichtung auf eine Sommerwiese und es war bereits Sommer und sehe da das Reh an der einen Stelle, wie es an Blättern knusperte. Und wenige Minuten später kam dann der Fuchs von der einen Seite auch auf die Wiese und ich hatte das Reh dahinter, den Fuchs hier vor und konnte mich gar nicht entscheiden, welches Motiv möchte ich denn jetzt als erstes aufnehmen. Ich glaube, sowas wird mir nicht nochmal so schnell passieren. Zumindest nicht mit diesen Gegebenheiten. Weil, wie gesagt, ich kam ohne Tarnung, ohne irgendwas einfach da auf diese Wiese und konnte trotzdem ein richtig schönes Bild vom Fuchs aufnehmen. Und ich hatte da immer schon die Vorstellung,
irgendwann möchte ich mal einen Fuchs auf der Sommerwiese mit Sommerblumen fotografieren. Und das war so der erste Schritt von dieser Vorstellung. Und das habe ich damit schon erreichen können. Ein weiteres Highlight war, dass wir in den Sommermonaten mit unserem Van an die Ostsee gefahren sind. Und wir hatten da einen wunderschönen Stellplatz direkt an einem See, wo sich viele Hasen und viele Rehe getummelt haben. Wir waren da ungefähr eine Woche und wir hätten auch noch mehrere Tage dort verbringen können, mussten dann aber auch leider wieder nach Hause, so wie das dann oft ist mit den Urlaubstagen. Und daran zehre ich aber immer noch. Also jedes Mal, wenn wir daran zurückdenken, wie dieser Urlaub war, denn wir hatten wirklich für alle was dabei. Also für die Kleine war was dabei, für Sven war was dabei von Landschaften und er hat auch richtig schöne Bilder am Strand gemacht, wo der rote Himmel bei Sonnenuntergang die Welt, sag ich mal, erleuchtet hat. Und das war richtig, richtig schön. Das war ein kurzer Urlaub, aber sehr intensiv. Vor allem auch, weil wir in unserem Van die ganze Zeit gelebt haben. Und ich finde das immer super schön, wenn wir mit dem unterwegs sind. Und das sind so diese Momente, wo man, ich würde sie jetzt beschreiben als sehr raue Momente, aber trotzdem sehr intensiv und sehr wunderschön. Und im Herbst ging es dann so ein bisschen zurück mit der Fotografie. Wir haben zwar viele Pilze fotografiert und ich konnte mich auch mal mit dem technischen Aspekt unserer Kamera auseinandersetzen, denn wir haben in unserer Kamera ja so ein Focus-Bracketing, sodass die Fokus gesteckt werden innerhalb der Kamera, dass man das nicht im Nachhinein machen muss. Und durch Svens Hilfe konnte ich schon einige schöne Pilzbilder fotografieren und generell war auch der Herbst sowieso ein Herbst voller Pilze. Also wir haben einen Fuß aus der Tür herausgemacht und standen schon gefühlt in einem Pilzmeer. Das war richtig, richtig toll. Also das hatte ich so bisher auch noch nicht erlebt. Ich kann mich an das Jahr davor erinnern. Da haben wir auch Pilze gesucht und nicht die fotogenen Pilze gefunden, die wir uns gerne erhofft hätten. Also das war diesmal schon besonders. Bis zum Winter hin wurde es dann ein bisschen ruhiger. Und das lag aber nicht daran, dass ich nicht viel fotografiert habe. Ich habe schon fotografiert, aber nicht die Motive gefunden, die ich mir vorgestellt habe. Aber im Hintergrund, hinter den Kulissen, ist einiges passiert. Und ich hatte die Möglichkeit, für MPB einen Artikel zu schreiben über die Wildlife-Fotografie, wo ich für Anfänger vor allem Tipps gebe, wie man damit starten kann. Und wer MPB nicht kennt, das ist ein Online-Händler, der Secondhand-Kamera-Equipment verkauft und wo man auch sein nicht mehr genutztes Kamera-Equipment verkaufen kann. Und da war ich schon so ein bisschen stolz darauf, dass ich die Möglichkeit hatte, für dieses Unternehmen einen Artikel zu schreiben, der dann auf deren Website veröffentlicht wird und ja, wo viele Leute Zugang drauf haben. Das war schon ja, eins der größeren Highlights mit. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich viele Kommentare und viele Nachrichten bekommen habe und außerdem auch eine Einladung zu einem Podcast-Interview von Thomas Schwert, dem Draußenfotograf. Wer ihn noch nicht kennt, der ist auch hier auf YouTube und teilt dort seine Erfahrungen und seine Erlebnisse mit Bildern und gibt auch sehr gute Gedankenanstöße für die Natur. Und auf jeden Fall mal vorbeischauen und reinhören in den Podcast. Der ist nämlich sehr, sehr empfehlenswert. Und wir haben uns darüber unterhalten, was meine Intention war, überhaupt diesen YouTube-Kanal zu machen und wie der an sich auch so wächst und wie ich meine Fotografie dann auch damit verbinde. Und das war ein sehr, sehr schönes Gespräch, was mir richtig viel Spaß gemacht hat. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was im neuen Jahr dann noch so weiter auf mich zukommt. Beenden konnte ich das letzte Jahr mit einem Wintermärchen und diejenigen, die das Video kennen, das letzte mit den Rehen im Schnee, die werden es wahrscheinlich schon wissen und da brauche ich auch nicht mehr so viel zu sagen. Und die, die es noch nicht kennen, schaut es euch unbedingt an, denn das war einfach unbeschreiblich. Was aber genauso und wenn nicht sogar noch beeindruckender war, was dieses Jahr passiert ist, ich habe eine riesengroße Community erschaffen, von der ich
super viele Kommentare bekomme, von der ich extreme wertschätzende Nachrichten erhalte, die mir Bilder schicken, die mir Erlebnisse schildern aus der Natur und die mir danken für meine Inhalte, die ich hier auf YouTube und auf Instagram teile. Und das ist so überwältigend gewesen, jeden einzelnen Kommentar zu lesen. Und ich habe mich so gefreut über eure Nachrichten. Und deswegen möchte ich euch hier an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön aussprechen und hoffe, dass ihr weiterhin und zukünftig noch in meine weiteren Videos reinschauen werdet. Und ich möchte mich bedanken für den ganzen Support, den ihr mir die letzten Monate beschert habt. Was habe ich denn gelernt im letzten Jahr? Und das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten und ich glaube, vielen geht es auch so, denn gerade in der Wildlife-Fotografie, und das habe ich ja letztes Jahr fast zu 90%, 80% betrieben, man muss sich in Geduld üben. Und ich bin nicht die Größte darin, Geduld zu haben. Und ich hätte gerne viele Sachen, die ich mir vornehme, sofort. Und ich hätte gerne viele Sachen, die irgendwie, ja, die ich umsetzen möchte, auch sofort irgendwie in Gang gebracht. Und manchmal geht das einfach nicht und manchmal brauchen die Dinge Zeit. Und ich habe gelernt, dass wenn ich meine Ziele vor Augen habe und den Fokus nicht verliere, die Dinge eben auf mich zukommen zur richtigen Zeit. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Learning, was ich auf jeden Fall in das neue Jahr 2023 mit integrieren möchte und woran ich mich immer wieder erinnern möchte. Lass dir ruhig Zeit mit allem, was du machen möchtest und gib den Dingen Zeit. Du musst nicht von heute auf morgen irgendwas schaffen und ich glaube, da nimmt man sich auch ein bisschen Stress aus seinem ganzen Gedankenchaos, hoffe ich zumindest. Und das ist auf jeden Fall der größte Punkt, den ich aus dem letzten Jahr mitgenommen habe. Und woran bin ich gewachsen? Mein YouTube-Kanal und auch die damit verbundene Fotografie hat mir ermöglicht, mich in meiner Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Ich hatte das schon öfter erwähnt, ich bin ein sehr introvertierter Mensch und das ist nicht unbedingt schlecht, im Gegenteil, aber es stellt mich vor eine große Herausforderung, mich hier hinzusetzen und vor die Kamera zu sprechen. Das ist ein großer Schritt, den ich jedes Mal immer wieder gegangen bin, um jetzt da zu sein, wo ich gerade stehe. Also ich bin extrem an meiner Persönlichkeit gewachsen und das ist etwas, was ich so, glaube ich, nie gemacht hätte, wenn ich nicht mit YouTube gestartet hätte. Und ich hatte das ja auch in dem Podcast-Interview schon erzählt. Die Intention dahinter, diesen Kanal zu kreieren, war eigentlich, Inspiration zu sein für Menschen, die genauso sind wie ich, rauszugehen in die Natur, die Wunder der Natur zu sehen und in jedem und allem etwas Schönes zu sehen und auch, oder gerade, wenn das nur vor der Haustür ist. Und mein Wissen, was ich habe, auch mit anderen zu teilen. Und ich glaube, das ist mir letztes Jahr ziemlich gut gelungen. Zumindest kamen so viele Nachrichten und Kommentare von euch, die sich bedankt haben für den Content, den ich erstelle, dass ich im neuen Jahr, also 2023, weiterhin diese Schiene fahren möchte. Und was gibt es jetzt noch im neuen Jahr? Ich denke, das Jahr 2023 wird große Dinge für mich bereithalten. Also ich kann mich auf jeden Fall freuen auf tolle Kooperationen mit anderen Creatoren und da bin ich super gespannt, was da entstehen wird. Und ich werde mich weiterhin mit der Wildlife-Fotografie beschäftigen, werde wahrscheinlich noch so ein bisschen tiefer in die ganze Sache hineingehen. Ich werde mal schauen, wie genau ich das dann umsetzen werde. Aber ich glaube, das ist so, das ist mein Steckenpferd, wo ich viel Leidenschaft drin habe, wo ich viel zu erzählen kann. Und seien es jetzt mal irgendwelche Fakten oder einfach nur Geschichten, die ich erlebe und die euch inspirieren, auch rauszugehen und nach Dingen Ausschau zu halten. Und ich glaube, das ist etwas, was ich auf jeden Fall weiterhin machen möchte. Menschen, Tiere und Geschichten, die meinen Kanal irgendwie verbinden und die meinen Kanal und mich letztendlich auch ausmachen.
Ich freue mich auf das neue Jahr, auf alles, was mir begegnen wird. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!